Hallo und herzlich willkommen bei Wörsch Studios in einer neuen Folge Creativeverse. Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir ewig und drei Tage hier an diesem Außenbezirk gearbeitet und ich habe jetzt in einer kleinen Pause mir mal Gedanken gemacht, weil das sah ja mal richtig schäbig aus. Aber das hier wiederum finde ich ziemlich cool. Das habe ich mir jetzt überlegt. Ist nur eine klitzekleine Veränderung. Ich habe es ein bisschen nach außen gesetzt und hier noch ein paar Slabs drunter und finish. Ist zwar jetzt nicht mehr hafenmäßig, aber modern. Und ich glaube, das passt immer noch gut hierzu. Denke ich mir mal. Nee, also ich glaube schon, dass das recht gut ankommt. So, und deswegen werden wir das jetzt so umsetzen. Und anfangen, hier Slabs zu setzen. Naja, warte. Ich habe keine dabei. Aber ich habe mir da auch bezüglich schon ein, zwei Vorbereitungen in... jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Ich habe ein, zwei Vorbereitungen getroffen, so. Und mir ein paar Slabs produziert. Damit die zweite Etage da mal langsam wächst und gedeiht. Ach doch, sieht ziemlich modern aus, das ganze Ding. Muss man ja zusagen. Wie gesagt, mal wieder was Neues hier im Creativeverse-Land. Ist auch nicht verkehrt. So, jetzt muss ich hier kurz gucken. Einen noch hier ran. Einen da ran. Und Block. So, da habe ich da nochmal einen runtergesetzt. Nee. Doch, ich denke doch, dass das wird Spaß machen. Das wird gefallen. Hier so. Hier, das lasse ich mal ganz kurz außen vor. Da bin ich mir noch nicht sicher. Dann gehen wir erstmal auf diese Seite. Meine Güte, ist doch nicht so schwer, da um ranzukommen, so. Dahin, dahin und Block. Ich denke aber, das wird schön. Ich hoffe es einfach mal. Damit dieses Gebäude sich gut in die Landschaft einfindet und auch hier seine Bestimmung. Also es ist jetzt nicht irgendein Gebäude, was so, weil ich Lust auf ein Gebäude habe. Nein, es hat natürlich auch einen Zweck, das ganze Ding. Soll es zumindest am Ende haben. So ist sie natürlich genau verkehrt. Muss so hin. Zack. Jetzt nochmal die Brettchen. Und hier natürlich auch den Block nicht vergessen. So. Block, Block. Na, jetzt müssen wir hier natürlich auch noch Gedanken machen über den Außending. Ich nehme an, machen wir so. Mal gucken, ob das dann gut aussieht. Jedenfalls sind wir jetzt hier rum und können jetzt hier erstmal wieder hochgehen. Hier hatte ich mir mal ein kleines Treppchen gezimmert. Hier haben wir ja den schönen Rand jetzt, den wir ablaufen können. Das kann weg. Bis zur Unendlichkeit. Noch viel weiter. So. Drauf. Schön ist, wir haben jetzt hier echt so einen kleinen Baugraben. Baugerüst ähnlichen Vorbau, dass wir hier in Ruhe arbeiten können. Ich finde das ja auch mit den Fenstern cool. Ne, jetzt müssen wir auf die andere Seite.
zwar hier hin. 1, 2, 3, 4. So, ja, irgendwie so. Sollte es passen. Oh, alle. Weißt du, irgendwann hatten wir mal 1000 Stück davon gefunden und jetzt kam mal wieder zu wenig. 2, 3, so. Ich hätte mal in der mehr sein können. Für diesen Abstand. Komm, dann können wir hier mal rüber gehen. Wo wir schon mal dran sind. Das wird echt hoch. Das ganze Ding und generell auch groß. Machen wir uns nichts vor. Hier, das meine ich, das kann... Ah! Das ist schon nervig geregelt. Ich hoffe, da finden die mal noch eine andere Lösung. So war das nicht gedacht hier. Weißt du, und dann kann ich nicht mal hier bauen. Geh weg. Muss doch nicht sein, immer mal diese Gewalt. Aber wir kommen hier voran mit der zweiten Etage unseres Gemäuers. Ich verrate euch immer noch nicht, was es wird. Ah, war der jetzt vielleicht einen Ticken zu hoch? Nö. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht runterfalle. Genau. Dann ziehen wir das jetzt hier auch noch rüber. So, dich dahin, dich dahin. Und fertig. Naja, so halbwegs zumindest. Irgendwie habe ich die Taste nicht gefunden. So. Ich finde es gut. So, warum habe ich da den einen so hingesetzt? Ja, genau, darum. Das hat seinen Grund. Ich wollte jetzt hier ein Dach hinsetzen. Das heißt, ich müsste ja rein theoretisch hier weitergehen eigentlich. Nee, nicht damit. Der steht ja jetzt ein vor. Hm, aber so. Sache mal. Ich habe jetzt natürlich nicht genug dabei. Aber so, ich muss sagen, mir gefällt das ganz gut. So im Kompakten. Ist zwar groß, aber durch diese ganzen Unterbrechungen wirkt es auch nicht so klobig. Mit dem Dach muss ich mir noch was überlegen, ob ich da jetzt ein Spitzdach drauf setze oder das flach lasse. Ich meine, es hat flach auch was Schönes. Genau, ich wollte erstmal hier Strohdach gucken. So, und dann Steine sammeln. Steine? Ja, Steine. Um den da zu produzieren. Ich finde, das Gebäude hat was. Ah, ich hätte auch direkt Glas mitnehmen können, egal. Toll ist, unsere Treppe ist denn total hinfällig hier an der Stelle. Unser provisorischer Treppenaufgang. Wollen wir es mal nicht Treppe nennen. So. Boings, boings. So, jetzt müssen wir gucken. Mit dem hier. Das hatte ich jetzt natürlich auf Ebene der Fenster schon gesetzt.
Das heißt, rein theoretisch eigentlich müsste ich jetzt hier ran. Ist aber auch nicht schlecht so, würde ich sagen. Einen drüber weg, oder? Ich finde, das hat was. So, dahin, dahin. Treppe weg, bringt dir nichts. Kommt die Treppe hierher. Blub. Ist ja nur die Baugerüsttreppe, so. Ja, nicht gerade intelligent, ich weiß. Nicht gerade intelligent gelöst, zumindest. Jetzt kommt das Hobby jedes Häuslebauers, Dachbauen. Viele schmerzhafte Tode. Es hat sich seit meiner ersten Welt auf meinem ersten Kanal, mein Testkanal, hat sich das nicht gelegt. Ich hasse Häuser, Dächer bauen. So. Na, das will ich jetzt eigentlich auch sogar so lassen. Und hier so rangehen. Genau deswegen mag ich das nicht. Genau aus diesem einen Grund muss ich das nicht haben. So, darüber weg. Ist natürlich so, dass man hier eventuell auch nochmal... Boah, nee. Kann doch nicht wahr sein. Ah. Ich meine, das hat jetzt wahrscheinlich weniger mit dem Dachbauprinzip an sich zu tun, sondern eher mit diesem... Nee, du darfst hier nicht hinbauen, geh weg. Aber, wie denn dann? Meine Freunde. Aber wenigstens auch gleich mal ein bisschen Dächle drauf. Ist ja auch nicht schlecht. Einer geht, glaube ich, noch. Dann sind wir auch schon bei der Mitte. Schön ist, das sieht anscheinend echt gut gekonnt spitz aus. Da ist 1, 2, 3. Ah, nee, doch nicht. Schade. Und wir haben auch nicht genug Dach dabei. Das nächste schade. Gut, nutzen wir die Gelegenheit, wo wir schon mal unten sind. Aber ich finde, das ist cool. Das kommt gut. Modern, alt, alles in einem. Gefällt mir richtig gut. Was brauchen wir denn für Dach? Haben wir ja anscheinend noch nicht gemacht. Bienenwachs und Lianen. Gut, dass wir nicht alle verbraten haben. Dass wir noch 8 Bienenwachs haben. Muss reichen für den Anfang. Gucken wir später mal nach. 9. Also wir haben ja da unsere Riesenplantage. Die ist ja auch voll. Also daran sollte es jetzt nicht hapern. Da oben wächst auch schon was. Ja, das ist auch nicht schlecht. Könnte man vielleicht sogar noch mal ein bisschen verbessern. Nein. Wir sind ein ausdauernder Arbeiter, würde ich mal sagen. Komm mal weg hier. So, hier ist das, ne? Lass mich mal hier hoch, so. Nicht runterfallen.
Und hier mittig dann halt wieder das ganz normale Struding. Finde ich, ist immer noch das Beste. Das andere passt irgendwie nicht so ganz. Das ist dann wieder zu hell. So. Könnt jetzt hier auch schönes Dachfenster reinzimmern. Aber so ist das richtig schön. Also mir gefällt das so. Hier noch weiß wieder zusetzen. Guck mal, wir sind hier sogar schon einen zu hoch gegangen. Das darf nicht mehr weiß sein. Ich habe das Gefühl, meine Stimme lässt gerade ein bisschen nach. So. Und mir gefällt das gut. Ja, doch, 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 doch. Und erstmal hier ein bisschen für Ordnung sorgen. Das Fachwerk hier. Mal diese Unterbrechung dazwischen drin. So. Zu viel Moderne. Das macht die Leute doch verrückt. Steht, wackelt und hat Luft und es gefällt mir gut. Es gefällt mir richtig gut. Also ich denke mal, das hat auf jeden Fall Potenzial. Ich mache mal mit euch ein Foto zusammen. So. Bams. Diese Funktion ist richtig geil. Es sind zwar nur HD-Ready-Bilder, also 1280p. Aber ich finde, sie haben was. Ja, hier habe ich ja noch die Lücke. Und die dachte ich mir, ich verbinde das hier so ein bisschen rüber. Ich meine, jetzt haben wir das ja schon mal. Oder was meint ihr? Wieder so terrassenmäßig, wisst ihr? Das heißt aber auch, ich werde das jetzt mal mit diesem hier machen. So. Das ist zu niedrig, ne? Ja. So. Nee, anders drehen, anders drehen, anders drehen, anders drehen, anders drehen, anders drehen. Ja, so. Ich denke, das kann was. Das muss denn hier leider auch verschwinden. So. Nicht runter. So halt ein bisschen mit dem Hafen verbinden wollte ich das Ganze nämlich. Nicht so Einzelprodukte, sondern, ups, falsche. Doch, doch, ich glaube, wenn es gut gemacht ist, kann das echt schön aussehen. Also nicht von mir gemacht wird. Ups, einmal rum. Um das ganze Geschehen. Und rüber hier. Ich glaube, wir lassen das wirklich so dick. Ich habe erst überlegt, machen wir einen halben. Aber ich glaube, das kommt weniger gut. Hier nicht ran. So.
Muss ja so oder so zugemacht werden. Und da flutschen wir auch schon runter, weil das Crouchen nicht an allen Stellen funktioniert. Ja, wieder hier hoch. Ich wollte mir den jetzt mal nämlich festhalten. Machen wir in den Crouch-Modus. Natürlich blöd gelaufen. So, jetzt nochmal hier rüber. So. Jetzt nehmen wir dich nochmal mit. Ne, ein tiefer. Dahin. So. Und dahin zusammen. Läuft. Wie geht es denn quasi mit diesem weiter, mit diesem Anbau? So ganz normal wie hier drüben gehabt. Guck mal, ob mir das gleich so gefällt. Ich weiß, ich überziehe jetzt gerade ein bisschen, aber ich hätte das jetzt gern fertig. Hier wird mir das definitiv nicht gefallen. So, vielleicht so als kleinen Übergang, als Übergangsoption. Ich bin gespannt, ob das jetzt passt. Ja, hast mich gesehen, Kremlin? Ja, Mist, das ist ein Fenster. Seid da, ihr Wüstlinge. Na, so ganz optimal ist es noch nicht. Der ist bestimmt hier unten drunter. Eventuell müssen wir hier auch noch mal ran. Und den nicht so hinsetzen. Nicht so, sondern so auch nicht. Komplizierte Angelegenheit. Ah, komm, der war fast richtig. So. Stress mich nicht. Ist gar nicht so einfach. Oh, es rotiert, es rotiert. So. Guck mal, da ist er doch. Hat er sich hier manifestiert, hat einen Weg hierher geschafft. Kommt hier denn alle her auf einmal? Jetzt ist auch wenigstens Ruhe. Der ist noch ein bisschen suboptimal, würde ich mal sagen. So, ich mache hier wirklich komplett zu. Was haltet ihr da denn davon?
hier Holz. Nein. Ich denke aber nicht. Ach Mensch, die Säcke von den Viechern sind größer als sie selber. Das kann man auch sehr missverstehen. Nee, ich habe da schon, ich weiß schon, wieso das jetzt alles nicht passt. Und das ärgert mich jetzt schon wieder zu Tode. Dass ich das hier alles quasi umsonst gebaut habe. Ich muss nämlich leider Gottes an dieser Stelle sagen, ich muss hier weiter raus. Und zwar in dem gleichen Maße, wie ich hier angefangen habe. Von unten gucken wir uns das andere gleich, das Spielchen gleich mal anders an. So. Und hier hochkomme. So. Denn hier kommt Treppe. Ran, so. Ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, so wird das Ding nämlich cool aussehen. Dann geht das Gebäude halt eben bis hier. Dafür haben wir ja hier eine Insel. Als ob wir es geahnt hätten. Andersrum, so, zack. Reicht sogar wirklich hier. Guck mal, das, ich glaube, das kommt ganz gut an. So. Man kann da nämlich in Ruhe die Treppe drauf. Und nicht so hin, sondern so hin. Ich kopiere mir die mal kurz. So. Der Ausläufer hier, der Extreme. Ich denke aber, das wird cool. Also so hat das auf jeden Fall ein bisschen größere Chancen, gut auszusehen als anders. Und auch hier an dieser Stelle, denke ich mal, hat das Potenzial. Jetzt mal hier quasi eine Unterbrechung. Ich mache das mal so. Tja, dann wirkt das nicht mehr ganz so klobig. Jetzt müssen wir nochmal hoch hier, der war eh falsch. Tada! Wie gewollt und nicht gekonnt. Ein Teeträger.
Ja, so. Weiß nicht, muss man auch erstmal kommen. Dass das nicht alles so auf Anhieb passt, ist ja logisch. Aber das wollte ich ja sowieso schon mal die ganze Zeit bauen. Seitdem ich das Gebäude da habe, wo mir die Terrasse ja auch noch überhaupt nicht gefällt. Aber so, ich denke, wenn wir das dann hier so komplett mit einbeziehen und dann da nochmal wirklich auch eine Wand hochziehen, sieht das Ganze wieder wirklich anders aus. Das wird schon werden, das wird schon werden. Also ich bin da guter Dinge. Wir den jetzt hier noch ersetzen. So. Ist das irgendwann auch in Ordnung. Aber ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Ich hoffe, euch gefällt vor allen Dingen hier, dass, wenn es mal fertig ist, kann man noch nicht von reden. Ich hoffe, euch gefällt die Frontansicht. Darüber bin ich schon mal sehr stolz. Die gefällt mir sehr gut. Auch der Ideenreichtum, der mir an dem Rest so über mich gekommen ist, ist auch nicht so verkehrt. Runter in die Kommentare, liken, kommentieren, teilen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.